Das macht uns auch stolz und
glaube, die Kleinen hier sind schon ganz gierig drauf zu gucken, wie ein richtiger Eishockey-Spieler spielt. Nicht nur die EM2, sondern richtige DEL. Da wollen wir ja im zweiten Jahr auch wieder sein. Aber vielleicht können wir dich dann auch mal begrüßen dann demnächst. Aber vielleicht auch im Trikot des EC von Bauheim. Das wäre ja eine noch schöner. Und insofern würden wir den letzten Zwickel überreichen. Und das ist natürlich auch schon fertig spielbereit. Also herzlichen Dank für dein Kommen. Ja, dann auch von meiner Seite noch Gratulation zum Preis. Das ist eine schöne Sache, wenn der Nachwuchs geehrt wird. So wie ich erfahren habe, absolut verdient. Und ich freue mich, heute hier zu sein. Ich freue mich auf zwei schöne Stunden mit den Kids. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Spaß auf dem Eis. Vielleicht könnt ihr nicht was abschauen, ich hoffe es mal. Und ja, schön hier zu sein und ich hoffe, wir haben einen schönen Tag. Danke. Ja, vielen Dank. Auseinanderziehen, dass er die 17 sieht und den Namen genau. Also schnell geht es tatsächlich. Ja, schon. Machen wir noch ein Foto mit dem Kind? Ja, genau, das wäre super. Wie wär's noch mit Tape?
Tja, Patrick Reimer, erst einmal herzlich willkommen hier vor der Videokamera nach dem Training heute. Und jetzt wollen wir dich doch gleich mal fragen, wie hat es dir denn hier heute gefallen, die 2 Stunden? Ja, war sehr gut. War jetzt schon länger nicht mehr mit dem Nachwuchs auf dem Eis. Das letzte Mal ist schon ein Dreiviertel her in Nürnberg. Und es ist einfach interessant immer zu sehen, wie sich junge Leute entwickeln, wie sie sich auf dem Eis bewegen. Und was ich in den 2 Stunden so gesehen habe, hat man wirklich gemerkt, dass hier in Nauheim ein sehr guter Job gemacht wird von den Trainern. Und ich hatte Spaß die 2 Stunden. Ich hoffe, das war bei den Jungs, die mit auf dem Eis waren, genauso. Und das ist eins der wichtigsten Dinge, dass man immer Spaß dabei hat. Wie kam das jetzt zustande, dass ausgerechnet du hier heute nach Bad Nauheim gekommen bist? Wir haben ja das grüne Band hier, den Preis gerade überreicht bekommen. Du bist ja quasi der Preis in Person. Wie ist das zustande gekommen? Das lief über den Deutschen Eishockeybund. Der DOSB hat, glaube ich, angefragt. Und nachdem meine Kollegen ja jetzt dann in Finnland verweilen bei der WM-Vorbereitung und ich dieses Jahr nicht dabei bin, hat man mich angefragt. Und ich habe sofort gesagt, klar, mache ich gerne. Es macht immer Spaß, mit jungen Leuten zu arbeiten. Und wenn ich da den einen oder anderen noch eine Freude mitmachen kann, ist sehr schön. Und was wir vorhin so gehört haben, war das für die Jungs, glaube ich, auch eine tolle Sache. Wir haben vor dem Training ja schon mal gesprochen. Bist du heute das erste Mal in Bad Nauheim oder warst du schon mal hier? Ich war schon mal her, das ist allerdings über ein Jahrzehnt her. Das war noch in der Oberliga mit Kaufbeuren damals. Und ja, die Gästekabine habe ich gerade noch so gefunden, aber wie gesagt, das ist schon eine lange Zeit her, aber ich freue mich, dass ich mal wieder hier bin. Wie hattest du es damals in Erinnerung, hier das Bad Nauheim, das Spiel? Atmosphäre war sehr gut. Ich glaube, dass damals Trevor Galant hier gespielt hat, kann es sein? Ja. Der hat uns damals abgeschossen, wir waren mit Sergei Svetlov hier. Hat eine Busfahrerin zu dem Zeitpunkt oder für das eine Spiel und Sergei Svetlov war sehr abergläubisch und hat sie dann für die Niederlage verantwortlich gemacht. Also die ist definitiv kein Bus mehr gefahren. Kann man jetzt fragen, ob es wirklich daran lag. Man weiß es nicht, aber das ist auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Verfolgst du denn eigentlich noch, ich meine, du spielst in Nürnberg in der DEL, verfolgst du auch so ein bisschen das Geschehen in der DEL 2 zum Beispiel, aber auch im Nachwuchsbereich oder auch hier in Bad Nauheim, hast du die Saison da so ein bisschen was mitbekommen? Ja, ich hab schon immer so ein bisschen was mitbekommen. Ich meine, wenn man auf die üblichen Eishockey-Seiten im Internet schaut, dann liest man automatisch auch die anderen Ligen mit. Hab gesehen, dass Nauheim einen sehr guten Start hatte, dann ging es leider ein bisschen bergab oder eine Talsohle. Das passiert, aber ich glaube, man hat sich als Aufsteiger sehr gut verkauft und ja, was ich so hier bemerkt habe, ist ein sehr familiäres Verhältnis, aber das ist gerade das Schöne und ich glaube, dass man hier auf jeden Fall gut was aufbauen kann. So, mal zu dir persönlich, du bist ja der DEL-Spieler des Jahres geworden, du bist gewählt worden. Wie und wann hast du das erfahren und was ging dir da als erstes durch den Kopf? Ich habe es erfahren von unserem Pressesprecher ein paar Wochen vorher. Musste dann also ruhig sein, durfte keinem was erzählen. Was mir durch den Kopf gegangen ist, erstmal, da muss ein Fehler vorliegen. Es gab wirklich einige richtig gute Spieler dieses Jahr und klar lief meine Saison auch gut. Dass es dann aber am Ende wirklich zum DL-Spieler des Jahres gereicht hat, hat mich doch überrascht. Ich bin froh über die Auszeichnung, vor allem weil sie natürlich auch von Managern und Trainern getroffen wird, die ja dementsprechend auch, ja, sag ich mal, den Sachverstand haben. Wobei man aber auch sagen muss, es ist immer ein Verdienst der Mannschaft. Wenn unsere Saison nicht im Team auch so gut gelaufen wäre, dann hätte ich sicherlich individuell auch nicht das abrufen können. Und dementsprechend geht auch ein Großteil an meine Mitspieler, vor allem meine Reihenkollegen. Und trotzdem eine schöne Auszeichnung, klar. Prima, ja, du hast deinen Vertrag vorzeitig in Nürnberg verlängert bis 2017. Jetzt mal Hand aufs Herz, ich glaube, du bist 31, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Dann bist du ja in 3 Jahren noch eigentlich im guten Eishockey-Alter. Könntest du dir mal vorstellen, hier auch in Bad Nauheim zu spielen? Grundsätzlich ist natürlich das Ziel, in der DEL aufzuhören, aber vielleicht klappt es ja dann tatsächlich in Bad Nauheim mit der DEL und dann kann man gerne nochmal drüber sprechen. Okay, also wir tauschen leider mal die Telefonnummern aus, dann bedanke ich mich erstmal recht herzlich für das Interview und dann wünsche ich dir auch eine gute Rückfahrt und alles Gute dann auch für das Sommertraining und für die nächste Saison. Dankeschön.